Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Strick-Podcast. Es ist schon etwas länger her, der letzte ist 4 Wochen her. Ich habe damals in der Community habe ich euch wissen lassen, dass ich krank geworden bin. Und zwar hat es eine Woche vor Weihnachten begonnen. Ich habe eine ganz normale Verkühlung habe ich gehabt. Ne? Und zuerst einmal habe ich 2 Tage lang leichte Kopfschmerzen gehabt. Das kenne ich normal nicht. Ne? Und dann habe ich leichte Halsschmerzen bekommen. Das kenne ich normal auch nicht. Ja, und eine verstopfte Nase. Am dritten Tag habe ich einen Schnupfen bekommen. Und dann ist der Husten dazu gekommen. Ich bin noch immer nicht ganz gesund. Gell? Jetzt sind es 3 Wochen und ich bin noch immer nicht ganz gesund. Schnupfen ist weg und alles, nur der Husten will nicht weggehen. Also wenn ich einen Hustenanfall bekommen sollte, werde ich das rausschneiden aus dem Video. Nicht? Aber ich kann nicht mehr lang warten, weil, wie gesagt, das ist jetzt schon 1 Monat her, das letzte Video. Und ich wollte eigentlich auch ein Lebenszeichen setzen von mir. Ich hoffe, Weihnachten habt ihr gut verbracht. Und auch das neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Bei mir war es sehr ruhig zu Weihnachten. Eigentlich wollte ich nicht zu meiner Tochter, weil ich ja krank war. Sie wohnt einen Stock unter mir. Aber am Heiligen Abend ist dann gekommen, kommst runter. So genau, ich will ja niemanden anstecken. Ne? Na komm, du wirst doch nicht am Heiligen Abend allein daheim sitzen. Naja, ich war dann 1 Stunde bei ihr. Dann bin ich wieder heimgegangen. Und zu Silvester, da ist mir ja dann schon etwas besser gegangen, bis auf den Husten halt, ne? Waren wir dann zusammen. Und das bis um 2:30 in der Früh. Also das war für mich sehr ungewöhnlich. Ich bin normal ein Mensch, der was zeitig geschlafen geht, spätestens um 9:30 schlafe ich. Aber ja, das war halt die Ausnahme. Heuer zu Silvester. Ja. Was habe ich getan? Ich habe schon ein bisschen was fertig bekommen. Wie ich dann krank war, habe ich nicht so viel, aber doch auch gestrickt. Ne? Ich zeige euch jetzt das einmal, was vor der Krankheit fertig geworden ist. Und ja. Genau, so fangen wir an. Und Weihnachten habe ich ein Paket bekommen von einer lieben Abonnentin. Das wollte ich euch jetzt zeigen, nicht? Also was ich da bekommen habe. Also es ist unglaublich. Ne? Es ist wirklich unglaublich, was Abonnenten für einen tun, sagen wir so. Ich zeige euch jetzt einmal, was ich bekommen habe. Dieses wunderschöne Tuch hat die Abonnentin für mich gehäkelt. Und es ist so ein wunderschönes Muster. Seht ihr das? Mit Büschelmaschen. Habe ich das überhaupt richtig? Oder? Ja, das stimmt schon so. So. Also die Farbe ist auch wunderschön. Nicht? Also geht von dunkel nach hell. Und sie hat mir dann gesagt, das war eine Bobble von Alice.
eine Farbverlaufsbobbe. Also ich möchte mich auf diesen Weg noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken. Ich werde das auf jeden Fall tragen. Es ist auch wunderbar weich und ja. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da eine Abonnentin sich einfallen lassen hat. Und dann war auch noch eine Leckerei dabei. Ja, also noch einmal vielen, vielen Dank dafür. Wäre nicht nötig gewesen, aber ich habe mich sehr gefreut. So, das war das Weihnachtspaket. Ja, jetzt fangen wir heute halt einmal an, was ich. Da waren Babysockerl, habe ich gestrickt, die kann ich euch nicht mehr zeigen, weil die habe ich schon verschenkt zu Weihnachten. Ich blende euch aber jetzt ein Foto ein, und zwar jetzt. Das war die Größe 24, 25 und das war ein handgefärbtes Garn. Ich weiß aber nicht mehr, wer die Handfärberin war, weil das habe ich schon sehr, sehr lang zu Hause gehabt. Gestrickt mit Nadeln 2,5 war das. Und dann ist mir von dieser Wolle natürlich noch was übergeblieben. Und dann habe ich noch einmal Socken gestrickt. Und zwar, ich zeige es euch einmal ohne Sockenbrett. Und zwar hat das so, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das ist so ein Wellenmuster am Schaft, ja. Und das habe ich nachgestrickt nach einem YouTube-Video von der lieben Sonne, vom Kanal Sonne. Und ich glaube, das Muster hat geheißen Zwiebelbrot, hat sie das genannt, ja. Also, und da habe ich auch Shadow-Rap-Verse gemacht und halt dann da glatt weiter und eine Bandspitze. Und jetzt zeige ich euch das, wenn das am Fuß sitzt, wie das Muster dann ausschaut. So schaut es dann aus, wenn es am Fuß ist. Ja. Und das ist auch, ich weiß nicht, gar nicht mehr die Zusammensetzung von dieser Wolle, weil ich habe die Banderole auch nicht mehr gehabt. Die hat sich so leicht stricken lassen. Das war so, es ist auch ganz wach, nicht? Also diese Wolle. Und ja, keine Ahnung, was das war. Aber auf jeden Fall eine super weiche Wolle. Ich könnte mir vorstellen, dass da Merino dabei war. Ne? Ja, also da ist dann der zweite dazu. Der zweite Socken. Na, geht schon wieder los, ich muss trinken. So. Und dann hat die liebe Strickmadam, das Wollgeschäft, wo ich normal meine Wolle kaufe, hat diese Woche zugehabt, weil sie Inventur gehabt hat. Und letzte Woche hat sie einen Inventurabverkauf gehabt. Und könnt ihr euch ja vorstellen, die erste, was dort war, letzte Woche, das war natürlich ich. Ne? Und da habe ich dann ein bisschen Wolle geshoppt, die zeige ich euch dann am Schluss. Dann habe ich noch was fertig. Und zwar habe ich einen Waldläuferschal gemacht. Also der Farbverlauf kommt da sehr schön um.
zwar habe ich den gemacht mit der Fernerwolle, mit der Malisocks. Und zwar mit Nadel Nummer 4 habe ich da gestrickt. Und ja, also diese Malisocks, also es ist ein wunderbar weiches Garn, ja, also da kratzt nichts am Hals und ja. Und solche Schals oder Tücher, die kann man eigentlich nur stricken, wenn man hat, so, ja, schaut am besten aus, wenn man hat ein Farbverlaufsgarn, nicht? Weil da kommt es so richtig schön in Streifen raus, ne? Und ist kraus rechts gestrickt, nicht? Da fängt man an, nicht? Mit drei Maschen, glaube ich, ja, waren es. Es ist ein YouTube-Video von diesem Waldläuferschal. Ich verlinke euch das in der Infobox, diese Anleitung, wenn ihr es nachstricken wollt. Also den habe ich gestrickt in der Krankheit dann. Nicht? Da habe ich, weiß ich nicht, eine Woche, glaube ich, habe ich da braucht dafür. Aber es hat sich gelohnt, finde ich. Der ist wunderschön geworden. Und diese Wolle, also fantastisch. So. Gut, also jetzt da sind wir bei der Strickmadame im Wollabverkauf, im Inventurabverkauf. Meine Tochter ist da mitgegangen, weil ich habe ja ihr ein Hauben gestrickt aus der Fernerwolle Vienna, nicht? Die habe ich im letzten Video gezeigt. Und sie wollte unbedingt einen Schal dazu, zu der Hauben, nicht? Mit der gleichen Wolle. Und dann habe ich, sie hat halt, ist halt mitgegangen zum Inventurabverkauf und da war es so, da hat es gegeben, also von dieser Wiener Wolle zum Beispiel, da hat es gegeben zwei zum Preis von einem. Ne? Also zwei Knäudeln zum Preis von einem. Und da hat sie zwei Knäudeln gekauft. Und eigentlich wollte sie den stricken, den Schal. Und sie hat dann diese Wolle bei mir geparkt gehabt. Und zwei Tage später wollte sie das so mitnehmen, das Sackel mit der Wolle. Und aber ich habe in der Zwischenzeit mit dem Schal angefangen. Und auf einmal sieht sie, dass ich da angefangen habe mit dem Schal. Achso, du hast schon angefangen? Sag ich, ja. Ich weiß genau, du kommst nicht dazu, du kommst nicht zum Stricken, weil sie ist auch Vollzeit berufstätig und am Wochenende unternimmt sie meistens was mit ihren Freunden, da kommt sie auch nicht dazu. Und somit habe ich angefangen, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass die Wolle noch 5 Jahre bei dir daheim liegt, ohne dass was passiert. Und dann habe ich angefangen. Ne? Und da bin ich jetzt schon so weit. Also das erste Knäuel habe ich schon fast verstrickt. Da habe ich einen, also das ist ein quergestrickter Schal. Ne? Und da habe ich von dem Knäuel nur mehr so viel, das sind 100 Gramm, nicht? Wird mit 6er Nadeln gestrickt, so wie angegeben. Aber da kommt halt der Farbverlauf auch sehr schön aus. Nicht? Bei dieser Stricktechnik wird auch ganz normal kraus rechts gestrickt. Da kann ich euch auch das Anleitungsvideo von YouTube verlinken für den Schal, wenn es euch interessiert. Also wie gesagt, mit Farbverlaufswolle kommen solche Sachen sehr schön aus. Ne? Und ist auch sehr anfängertauglich und ja. So, und der Schal hat so eine Breite von 20 cm. Also ich finde 20 cm für einen Schal ist eine optimale Breite. Ne? So, also ist sie günstig zu einer Wolle gekommen. Und ich natürlich auch. Und zwar
Mit was fange ich an? Ja, das ist halt die Mali so, die Wiener, nicht? Da habe ich das eine Knäll, habe ich jetzt noch, weil wir zwei genommen haben. Und zwar hat die 90% Schurwolle und 10% Polyamid. Und für die Nadelstärke 5 bis 6, glaube ich, oder was gestanden ist. Das sehe ich jetzt da nicht drinnen. Nein, 6 Nadeln steht da. Also für die Nadel Nummer 6, ne? Wo ich auch die Hauben gestrickt habe, ne? Das ist so schön wach, also wirklich wie eine Wolke. So, ich habe mir dann gekauft, noch einmal die Fernerwolle Malisocks, und zwar in einem Bärenton oder Magenta, kann man auch sagen. Die ist auch 75% Schurwolle, 25% Polyamid, für die Nadelstärke 3,5 bis 4. Vielleicht wird es auch ein Schal oder ein Tuch oder sowas, weil diese Wolle ist für solche Sachen sehr gut geeignet, nicht nur für Socken. Und dann habe ich mir noch mitgenommen von der Fernerwolle die Sockenwolle mit Seide. Die hat einen wunderschönen Farbverlauf auch. Die ist auch gerechnet für ein Tuch, weil ich sage, diese Wolle ist für Socken, also für die Füße zu schade, ist meine Meinung, weil Seide drinnen ist. Und die hat, also ist eine Vierfach-Sockenwolle, ist aber zu behandeln wie eine Sechsfache. 60% Schurwolle, 20% Seide und 20% Polyamid, für die Nadelstärke 3,5 bis 4. Also das Blau hat mir so gut gefallen, nicht? Und das kommt sicher in einem Birkel gut um, nicht? Weil dunkel, hell, nicht? Wisst ihr, was ich meine? So richtig schöner Farbverlauf, ne? Ja. Und dann habe ich noch handgefärbte Wolle. Also es war alles jetzt in Angebot, nicht? Also im Lager abverkauft. Dann habe ich handgefärbte Wolle gekauft. Die hat es mir schon gewickelt. Auch wunderschön. Die hat so, die ist so geriffelt, nicht? Und da hat so zeitweise so kleine Noppeln drinnen, nicht? Da haben wir so ein Noppel, nicht? Und ja. Das ist meiner Meinung nach ein Sommergarn irgendwie, weil es ist sehr dünn, und das ist nämlich von Querstricker. So, der Querstricker ist das. Das ist Merino Löckchen, heißt es. 90% Schurwolle Merino, 10% Nylon. 400 Meter sind 100 Gramm, Nadelstärke von 2,5 bis 4. Also das kommt vielleicht gut in ein Sommertuch oder in ein Sommertop. Ne? Die kosten normal 21 Euro, und ich habe gekriegt zwei so Stränge, ne? Zwei so Stränge um 15 Euro. Also, sie war verbilligt von 21 Euro auf 15 Euro, und ich habe aber 52 gekriegt. Ne? Also, es ist schon eine schöne Ersparnis. So, das war das. Und dann, ja, da kann ich euch ja, dann habe ich, wie soll ich euch das jetzt am besten zeigen? Das ist auch ein wunderschöner Bobblehead, hätte ich jetzt bald gesagt. Handgefärbtes, ja. Wunderschön mit Lila und Grün und
Pink ist dabei, Weiß ist dabei. Es sind auch so Nöppchen drinnen, nicht? Seht ihr das? Die Nöppchen und auch so gerieffeltes Garn, ne? Sommergarn, meiner Meinung nach. Und das ist von die kleine Wollfabrik, ne? Die heißt Slubi. Material 90% Wolle, 10% Nylon auf 100 Gramm. Laufmeter 400. Für die Nadelstärke 2,5 bis 3,5. Die hätte normal 21 Euro gekostet, ein Strang. Und ich habe zwei Stränge um 15 Euro gekriegt. Da steht es eh drauf. Ne? Also habe ich wieder gespart. Und das ist der zweite, da habe ich schon angefangen, was mich interessiert hat, wie das rauskommt. Ne? Und zwar habe ich da angefangen, um 16, so kommt es raus. Also sehr interessant. Ne? Das sollte ein Sommertopf werden, ne? In Runden gestrickt. Da habe ich mit Dreiernadeln angefangen, ans rechts, ans links, ne? So 5 cm und in glatt rechts dann weiter. Weil Muster zahlt sich da nichts aus, weil die Wolle ja ziemlich wildert, kann man sagen, nicht? Und auch das Unregelmäßige von diesen Noppen drinnen ist. Aber es kommt sehr schön aus, ne? Es wird sicher interessant, wenn das fertig ist. Und die Farbe, die Farbe gefällt mir so gut. Ne? So. Ja. Ich denke jetzt gerade nach. Ich glaube, ich habe euch alles gezeigt. Also es ist ein bisschen was fertig geworden, ne? Auch in meiner Krankheit. Und ja, ich möchte noch alle meine Abonnenten recht herzlich begrüßen, die neuen Abonnenten, die was dazugekommen sind in letzter Zeit. Das habe ich auch jetzt schon länger nicht gemacht. Ich hoffe, ihr fühlt euch auf meinem Kanal wohl. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Und ich freue mich auch, dass nach 4 Wochen noch alle da sind. Das ist auch nicht so selbstverständlich. Aber wie gesagt, durch eine Krankheit ist natürlich keiner gefeit. Gell? Also es kann immer passieren. Und dadurch ich meine Videos auch nicht vordrehe, weil ich tue es so meistens maximal einen Tag, bevor es online gehen, nicht? Durchs Drehen. Oder noch am gleichen Tag. Es kommt immer darauf an, wie ich Zeit habe. Aber da meine Videos alle 14 Tage am Samstag um 17:30 Uhr online gehen, nicht? Also maximal am Freitag, einen Tag vorher durchdrehen. Aber es kommt auch vor, dass ich es erst am Samstag drehe. Nicht? Also wie gesagt, es kommt immer darauf an, wie ich dazukomme, wie ich Zeit habe. Ja, und bei Stricktreffen war ich jetzt auch schon länger nicht, durch meine Krankheit, nicht? Also die letzten 14 Tage schon nicht. Und dann, diese Woche hat es ja zu. Ob ich nächste Woche gehe, weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht sagen. Ja. Gut. Wir sind durch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich irrsinnig freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben geben würdet. Oder über ein kostenloses Abo. Das würde mich auch irrsinnig freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wollt, in meinem nächsten Video. Tschüss.